Hallo und herzlich willkommen bei Lollipop Chainsaw, meinem neuen Projekt. Und zwar geht es hier... Ach, wisst ihr was? Das soll sie euch selbst erzählen. Nein, wir gehen nicht aufs PSN. Letting you in here is an invitation for any funny stuff. I mean, not that I have a problem with funny stuff. Especially not if you really like the person. But that isn't what I wanted to talk about. Today is, as they say in Spain, my cumpleaños. That's right, my birthday. I'm 18 today. These are my girls on the San Romero cheer squad. We've gone to the Nationals 3 years in a row. But we haven't won yet. Ugh. To keep my energy up, I eat lollipops. I know what you're thinking. I'm getting so fat. But they're so yum. This is my family. My older sister Cordelia won a gold medal in riflery last year. And she has a lot of secret meetings with guys I think are college scouts. My little sister Rosalind just got her license, which makes me kind of think the DMV are idiots. My girlfriends say my dad is a total dilf. But try as they might, they could never come between him and my mom. She is so cool. It's because of her, my sisters and I all wear our vaginas proudly. God, she and my dad love each other so much. Speaking of true love, this is my boyfriend, Nick. It F's me up how much I really like him. My family's throwing me a birthday party after school. Nick is totally freaked out having to meet my family for the first time. But I'm even more freaked out for him to find out about my family. Because even though they're the most amazing ever, some of our traditions are a little unusual. Nick's already so sweet to never complain about my ginormous fat butt. If he finds out I'm the number one world's biggest weirdo, he might not stick around. I'd be so sad. I think I'd seriously cry forever. Oh no! I'm totally late! How's supposed to meet him before school? I'm so lame. Ugh! I hope Nick isn't mad. That's about the worst thing that could ever happen! Ist klar. Okay, wir haben jetzt Juliet kennengelernt und sie ist, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen seltsam drauf. Okay, jetzt bin ich in Juliets Zimmer gegangen. Hier ist noch nichts drin an der Sammlung. Wir gehen erstmal in die Option und machen die Musik ein bisschen runter, weil hier auch originale Songs drin sind, gesungen von richtigen Sängern. Und wenn das wieder zu laut ist, könnte mir YouTube wieder einen Strich durch die Rechnung machen und die Videos blocken oder sie rausnehmen lassen, die Songs, keine Ahnung. Gut, Schwierigkeit gibt's leicht, sind hier nur Hühner, normal ist normaler Zombie, schwer ist der Zombie unter Strom. Okay, wir bleiben auf normal. Ja, sie und ihre Familie sind nämlich sogenannte Zombie-Jäger und deswegen hat sie Angst, dass das ihren Freund abschrecken könnte. Also, naja. Sie spielt ein bisschen die jugendliche Naive, ehrlich gesagt. Das ganze Game ist eigentlich eine Parodie auf das Zombie-Genre und deshalb nimmt es
andere Zombie-Filme, Media oder Anime nicht ernst und auch sich selbst nicht. Aber gut, fangen wir mit dem Prolog an. Das sah aua aus. Okay, ihr könnt es euch durchlesen, ich nicht. Weil es viel zu schnell weg ist. This is so irritating. Gut. Sollte eigentlich ein ganz normaler Tag werden. Und jetzt? Ja. Jetzt ist hier eine Zombie-Apokalypse am Laufen. So, wir steuern Juliette ganz normal. Sie kann springen. Kann mit ihrer Kettensäge natürlich oberhalb und unterhalb angreifen, aber sie hat auch Cheerleader-Moves drauf, mit denen sie Gegner betäuben kann. Lassen sich natürlich auch kombinieren. Gut. Hier warten schon Zombies auf der anderen Seite des Tors und wir werden jetzt einfach anfangen. Natürlich zersägt sie das Tor ja ziemlich, naja, entscheidet ihr, was es ist. Okay. Jeez, it sucks when things explode. Wenn Zombies hier so groggy sind, kann man sie mit einem Hieb zum Beispiel erledigen. Ja, das ist jetzt nochmal. Oh, vier Zombies auf einen Streich. Es gibt 16 Münzen und 2 Silbermünzen. Die silbernen Münzen sind sehr wertvoll und brauchen wir später noch. Die anderen, die goldenen natürlich auch. Außerdem hat sie auch ziemlich viele Kombinationen drauf. Kann auch im Sprung agieren oder so einen Bocksprung machen über einen. Und einen auf gemeinste Art und Weise in 2 sägen. Das ist jetzt die einfache Viereck-Dreieck-Kombination. Ein Pompon-Hieb und dann der Kettensägen-Hieb. Später lernt sie noch mehr. Boah, das sieht einfach nur fies aus. Gut, das waren alle Zombies auf dieser Straße. Jetzt geht's weiter. Ein Heli. Wow. Es ist schon eine Weile her, dass ich das Game gezockt habe. Oh oh. Ja, übrigens, die Zombies können noch reden und verarschen einen hin und wieder mal. Mit irgendwelchen Kommentaren. Es gibt übrigens, ich sag's jetzt mal im Voraus, 2 Enden für dieses Game. Ein mieses und ein gutes. Das gute Ende finden wir natürlich nur, wenn wir auch alle unsere Mitschüler retten, die hier mit dem SOS-Zeichen gekennzeichnet sind. Und das ist hier der erste. Ach. Okay. Thanks, kid. Really great work. See if you can get anyone else out. Be careful.
Okay, einen hätten wir. Gut. Die Anzeige unten rechts ist übrigens so eine Art Radar, mit dem Zombies entdeckt werden können. Links unten haben wir ihre Superleiste, und wenn die voll ist, kann sie ein bisschen ausrasten, und egal ob Zombies betäubt sind oder nicht, sie tötet sie dann mit einem Hieb. Oh, ein Lollipop. Genau. Lollis sind dazu da, ihre Gesundheit wieder aufzufüllen. Tja. Gut. Es gibt viele von diesen Sperren und jedes Mal zersägt sie die natürlich gleich. Außerdem sollte man nicht vergessen, auch die Umgebung ein bisschen abzusuchen. Vieles geht kaputt zu machen und goldene Münzen daraus zu kriegen. Diese Münzen werden wir noch für den Shop brauchen. Mit dem, na, wozu sage ich das jetzt schon? Wir werden später noch einen finden. Your license should be revoked, bro. I'll rip out your teeth. Oh great. This isn't gonna be as easy as I thought. Hey, Herb, don't be looking at my skirt. What? Also sie geht nicht zimperlich mit denen um. Das übrigens alles hier auf schon auf meinem eigenen Profil, deshalb sind hier keine Trophäenmeldungen mehr zu sehen. Eine Trophäe müsste ich, habe ich mal Lust darauf hinzuweisen, ist, wenn man einfach mal die Kamera nach unten bewegt und ihr tatsächlich unter den Rock glotzt. Okay. Sollte man aber nicht machen. Gehört sich nicht. Um auszuweichen. Ja. Ich kippe gleich den Van um hier. Ja, ich muss noch ein bisschen aufpassen. Ihre Fähigkeiten sind noch ein bisschen begrenzt. Den Zombies können wir auch so schön zersäbeln. Gut. So, da sind noch ein paar. Okay. Gut, in Ordnung. Zwei von den drei Mitschülern hier im Prolog gerettet. Natürlich gibt es in jedem Kapitel noch weitere. Ihr seht jetzt unten links ist die Anzeige aufgefüllt, aber ich sollte mir das wirklich noch aufheben. Es ist wirklich sehr viele Zombies. Das sieht. Das ist jedes Mal gemeiner. Ja, manchmal versuchen sie einen zu packen und man kann noch rechtzeitig kontern. Wenn man es nicht schafft. Verliert man eben etwas mehr Gesundheit. My favorite president is Warren G. Harding.
Was ist das denn? Oh, oh, noch mehr. Ja, man muss natürlich manchmal auch auf die Schüler noch weiterhin aufpassen. Ah. Ey, in Ruhe lassen. Shit, lass mich in Ruhe. Also langsam kriege ich ein bisschen auf die Schnauze hier. Ich werde halt meinen Lollipop lassen. Gut. Aber ich sehe schon, wir müssen das Tor wieder zersäbeln. Sie selbst sagt immer, man soll nicht unter ihren Rock glotzen, aber sie macht es einem auch nicht gerade schwer. Okay, jetzt sind es hier wirklich eine Menge. Und jetzt werde ich mal den Super Move hier einsetzen. Drei Zombies auf einmal. Oh. Maximal ist es nötig, was heißt nötig? Möglich. 7 Zombies auf einmal kann man mit einem Streich erwischen. Aber das kriegt man wirklich sehr, sehr selten hin. Ah ja, sie hat übrigens auch einen Dropkick. Autsch. Natürlich sollte der auch treffen. Nein, lass den in Ruhe. Da das hier nur der Prolog ist, wird uns hier kein Boss erwarten. Ja, es gibt auch solche Quicktime-Events. Wenn wir die verpassen würden... Ja, die sind leicht zu köpfen. Wenn wir die Quicktime-Events verpassen würden, würden wir dadurch zwar nicht draufgehen, aber wir würden Gesundheit verlieren und das muss ja nicht unbedingt sein. Wenn wir es übrigens nicht schaffen, den Schüler hier zu retten, wird er von den Zombies nicht nur aufgefressen, sondern er verwandelt sich auch selber in einen und wird übelst angepisst. Und schwer zu killen. Okay. Ich glaube, ein Zombie ist noch übrig. Wo ist der? Ach, dort hinten. Gut. So, jetzt könnten wir da durch, aber ich werde noch ein bisschen die Umgebung natürlich... Ah, wusste ich es doch. Irgendwo war noch was. Außerdem sollte ich mal einen Lollipop essen. Ah, na gut, hat nicht ganz gereicht. Gut. Gibt es hier noch was zu zerstören? Ne, das hier nicht. Polizeiautos dürfen mich auch nicht klein kriegen. Ne. Nicht mal die hier. Okay. Gut, ich würde sagen, gehen wir weiter. Ja. Bitte, was hat er noch? Where's the beef? Hold on, this is too dangerous. I'll meet you in the square. Nummy, nummy, Jesus God! Get off me, you bastard! No! Oh shit! Tell my wife I love her! Oh no! He crashed over by the school and is probably dead! Ach ja. Sie hat ja ihr Handy in ihrer Kettensäge. Juliet's phone. Hey, it's Mom, Juliet.
Hope you're taking care of yourself. Don't do anything stupid, okay? Ich glaube, das tut sie schon, Mama. Wow, so. Now is the perfect time to do some shopping. Ja, da haben wir einen dieser Shops. Und die sind ziemlich selten. Ja, Obacht, Shop-to-Shop-Orte sind rar gesät. Okay. Awesome. Gut, gucken wir mal rein. God, I love shopping. Okay, Gesundheit und Upgrades. Was haben wir hier? Ein Lolli. Die müssen wir uns ehrlich gesagt nicht kaufen. Die liegen auf der Straße rum. Platin-Medaillen. Achso, das ist doch kein Silber. Das ist Platin. Davon haben wir 4 Stück. Und die werden wir brauchen für die alternativen Kostüme beispielsweise. Magische Bohnen. Erhöht Juliettes Gesundheit permanent um 10%. Das heißt, einer dieser Lollis kommt zu ihrer Gesundheitsleiste dazu. Und ich würde sagen, einen davon können wir uns holen. Magische Bohnen. Okay. Krasse Fähigkeiten. Okay, wir können uns nur den Kettensägenstoß leisten. Die Kettensägenkette ist noch zu teuer. 2x Viereck und 1x Dreieck. Ein einfacher und effektiver Stoßangriff. Okay. Hätten wir das. Probieren wir es mal aus. Ja. Stoß mit der Kettensäge halt, ne? Okay. Gut. Ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die erste Folge schaffe ich schon mit dem Prolog, aber gut. Bleiben wir hier stehen und in der nächsten Folge gehen wir hier weiter. Werden wahrscheinlich dann unseren Freund Nick treffen. Also, bis dahin. Tata!